Herzlich willkommen im Herzenwerk Orakel. Ich bin die Roswitha und ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu einer neuen Wochenendbotschaft. Ja, ich bedanke mich für alle neuen Abos. Ich auch allen danke, die mir ihr Abo schon geschenkt haben. Für eure Likes, für eure Kommentare. Ihr wart wieder fleißig gestern und letzten Tage. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, und wenn es dir gefällt, dann lass mir gerne ein Daumen hoch oder ein Abo da, kostet nichts. Und wir schauen mal, ob wir bis zu meinem Einjährigen die 2000 Abonnenten schaffen. Ich bin ja gespannt. Sind ja schon nah dran, aber wie gesagt, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich freue mich, wenn der Kanal wächst. Langsam, aber sicher. Klein, aber fein. Ist doch schön. Also, schauen wir mal, was uns am Wochenende erwartet. Worum geht's? Wir schauen mal als erstes mal mit den Tarotkarten rein. Und da haben wir schon das Gericht. Fällt schon raus hier. Es geht um Entscheidungen, um eine Erlösung vielleicht. Vielleicht geht es auch darum, etwas zu heilen. Ja, wenn du dich von etwas befreist, dann fühlst du dich erleichtert und ja, es können Gefühle heilen. Es geht vielleicht auch um Entscheidungen weiterzugehen, Entscheidungen, die vielleicht schon lange aufgeschoben worden sind. Vielleicht kann es auch sein, dass es hier um eine neue Chance geht, ne? Ja, um ein Erwachen, ein Weckruf. Der Engel hat auch eine Trompete hier. Da, ja, und mit jeder Entscheidung beginnt auch immer was Neues. Ich entscheide mich, heute Abend mit Freunden zum Essen zu gehen. Also, und schon habe ich einen anderen Abend vor mir als noch vor einer Stunde, wo ich vielleicht noch geplant hatte, ja, mache ich mir einen Rücken auf der Couch. Ne? Also als Beispiel. Ja, etwas Neues beginnt am Wochenende. Dann schauen wir mal. Ja, mit dem Epic Light Lenormand von Katrin Bergmann. Worum geht's denn da am Wochenende für dich? Also erstmal so allgemein, persönlich, in deinem Leben. Schauen wir mal, ob es mit der Liebe zu tun hat. Auf die wir ja alle schauen. Ne? Das erste Mal so allgemein, worum geht's? Da haben wir schon den Spiegel. Was fehlt denn jetzt zuerst hier? Der Berg, das Kind, die Blumen. Ja, also vielleicht hast, wie ich schon gesagt habe, vielleicht geht es ja um eine Entscheidung, die hast du schon lange vor dich hergeschoben. Mit dem Berg. Da ist eine Hürde da, eine Blockade. Du schaust dir aber an, was hat es mit dir zu tun? Warum hängst du in der Luft? Warum hängst du vor dieser Entscheidung fest? Oder was hindert dich daran, diese Entscheidung zu treffen? Du schaust dir das an und dann kommt irgendwie eine Wende. Also da fängt etwas Neues an. Du gehst kleine Schritte, du entscheidest was. Du machst vielleicht kleine Gehversuche, also du probierst was aus. Das Kind neu anfangen in kleinen Schritten. Also, und es geht hier mit den Blumen um vielleicht Einladungen. Ne? Also, vielleicht geht es darum, zum Beispiel wieder was mit Freunden zu unternehmen. Gehst wieder auf Menschen zu oder du wirst eingeladen und gehst mal wieder raus. Und mit den Blumen, da geht es auch um Familie, um Wachstum, deine Selbstliebe auch. Es muss nicht immer um jemand anders gehen, aber in Richtung Selbstliebe unternimmst du auch kleine Schritte. Und es muss gar nicht sein, dass du rausgehst oder motzt unter Leute und was unternimmst und feierst. Es kann auch einfach sein, dass du entscheidest, so, jetzt tue ich was für mich. Was ist mein Ziel? Was möchte ich noch lernen? Was möchte ich erfahren? Also, ja, ich bin da jetzt voll dabei, weil ich habe am Sonntag habe ich ein Online-Seminar. Da freue ich mich schon drauf. Da geht es ein bisschen so um Pflanzenheilkunde und das interessiert mich und da freue ich mich einfach, dass ich wieder was Neues erfahre und es tut mir gut. Und vielleicht ist sowas für dich auch wichtig, gerade am Wochenende, dass du schaust, wohin geht meine Reise noch? Was will ich noch lernen? Was will ich ausprobieren? Wo geht's mir gut? Ne? Und es kann natürlich aber auch sein, wie gesagt, dass hier Einladungen kommen oder du eben ganz schlicht gesagt eben da sagst, so, jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug oder ich gehe zu meiner
besten Freundin Kaffee trinken, wie auch immer, so kleine Schritte. Es ist nichts Großes, aber es hat vielleicht viel nicht Überwindung gekostet. Also es sollte nicht Überwindung kosten, wenn du mit deiner Freundin Kaffee trinken gehst, aber so, ja, vielleicht eine Freundschaft, die ein bisschen eingeschlafen ist, dass man wieder so ein bisschen aufeinander zugeht, sich wieder ein bisschen was erzählt, was ist beim anderen so los. Also ja, da fängt was Neues an, da geht es auch um Heilung und ja, dass du wirst dich da befreit fühlen. Also da du freust dich vielleicht, weil du dich auf das Neue freust und das Alte hinter dir lässt, vielleicht etwas, was dich belastet hat, was dich zurückgehalten hat, was schwer war. Und ja, da kommt so die Erlösung, die Leichtigkeit auch wieder rein. Und am Unterdeck ist der Tee. Ja, vielleicht geht es doch zum Kaffeekränzchen, das kann natürlich auch sein. Aber der Tee zeigt ja hier auch, ist ja auch die Karte, so abwarten und Tee trinken. Also denk auch immer, wenn du gerade so in einer Selbstfindungsphase bist oder dir wünscht, da gibt es noch mehr, was ich vielleicht wissen möchte und du weißt nicht, was du in welche Richtung unternehmen sollst, dann kannst du hier geduldig sein. Es wird schon zum richtigen Zeitpunkt, wenn es soweit ist, wirst du schon eine Idee haben, vielleicht auch beim Kaffeeklatsch oder beim Tee mit der guten Freundin, mit deinem Partner oder ja in der Familie, wie auch immer. Dann schauen wir jetzt mal, was die Liebe macht, was kommt da auf dich zu am Wochenende. Ja, haben wir auch mal drei Karten. Jawohl, wir haben den Sarg, das Herz und den Park. Okay. Ja, da hätte ich gerne dann noch eine Karte, aber zuerst, na, vielleicht brauchen wir gar keine. Also der Sarg, da ist ja ein Stillstand. Und passt ja auch mit dem Berg. Da ist ein Stillstand, da ging es nicht weiter vielleicht, da ist etwas eingeschlafen. Ja, und aber durch die Liebe, das Herz in der Mitte, wird hier vielleicht auch etwas transformiert und es geht wieder in die Herzöffnung. Also da vielleicht ist auch jemand gerade im Rückzug, im Stillstand. Ja, und oder du, ja, wie gesagt, es wurde das Alte abgeschlossen und jetzt kann was Neues beginnen. Du bist wieder offen vielleicht mit dem Herzen. Du traust dich wieder raus, du gehst wieder raus. Ja, vielleicht schaust du dir auch ein Konzert an. Es geht hier um Harmonie, gute Töne, schöne Töne, Melodien, vielleicht auch ein Konzertabend. Ja, woran dein Herz hängt. Vielleicht gehst du auch zum Konzert und wirst eingeladen, also oder in eine Musikkneipe oder hörst dir schöne Lieder an mit dem Sarg. Ich hätte da gerne noch mal eine Karte auf den Sarg. Und da kommst du schon. Aha, der Fuchs. Also anscheinend geht es hier um alte Themen, die abgeschlossen wurden. Und weil diese Liebe oder weil dir jemand am Herzen liegt, ja, vielleicht ging es auch um Lügen. Du bist da vielleicht vorsichtig gewesen, du bist betrogen worden, du bist verraten worden. Also im Schlimmen, es sind nur Beispiele, muss nicht so hart sein. Aber irgendwas hat nicht so funktioniert. Da waren vielleicht Unehrlichkeiten, das kann abgeschlossen werden. Die Liebe liegt hier in der Mitte und jemand liegt dir da am Herzen, du liegst jemand am Herzen und man trifft sich vielleicht auch wieder, man öffnet sich, vielleicht hast du ein Date, ein liebevolles, ja. Und mit der Sonne am Unterdeck, das ist die Glückskarte, da ist Geborgenheit, Glück, Wohlgefühl, Wärme, ja. Da ist kommt ein liebevolles, ein ganz tolles Wochenende auf dich zu und es schaut halt auch nach Neuanfang an. Es etwas Neues beginnt. Das muss vielleicht auch nicht mit demselben Menschen sein. Es kann auch sein, dass ja, dass du ein Date hast und da dich wieder öffnen kannst und es geht nicht um, du hast auch das Gefühl, dass es hier ehrlich zugeht. Das Alte, das Unehrliche, das Undurchsichtige, das kannst du jetzt hinter dir lassen. Und da hast du etwas ganz Schweres, auch was Schwerwiegendes abgeschlossen und kannst da mit offenem Herzen
dich wieder auf was Neues einlassen. Wie gesagt, da kommt Befreiung, Erlösung, eine ganz schöne Energie. Und dann schauen wir nochmal mit den Seelenbotschaften von Marion Anders. Schauen wir nochmal rein. Eine Karte für dich, fürs Wochenende. So als kleiner Bonus. Eine Botschaft für dich von den Seelenbotschaften. Seelennahrung. Was tut deinem Körper und deiner Seele gut? Nähre bleib beide gesund und achtsam, zum Beispiel mit guten Lebensmitteln und positiven Gedanken. Ja, und es ist doch so, du fängst da wieder neu an. Es geht aufwärts. Du stellst dich neu auf. Da beginnt was Neues, du befreist dich von alten Lasten vielleicht. Vielleicht hast du das Gefühl, so, jetzt tue ich was für mich Gutes und stelle die Ernährung um oder ich ernähre mich wieder gesünder, mehr Grün und weniger Alkohol zum Beispiel. Das sind nur Beispiele bitte, ne? Ja, und du umgibst dich mit Menschen, die dir gut tun. Gehst wieder offenen Herzens in Treffen rein. Also ja, du fühlst dich echt befreit anscheinend. Also ich freue mich, wenn viele von euch da in Resonanz sind und ich wünsche euch ein ganz zauberhaftes Wochenende. Wie gesagt, ich habe am Sonntag einen Online-Kurs, aber es wird auf jeden Fall dann abends die Wochenbotschaft geben für die nächste Woche. Ja, und genießt euer Wochenende, tut euch was Gutes, bleibt in der Selbstliebe und ja, alles, alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.